Ich muss wahrscheinlich erst eine ablegen. Und dann klappt es immer noch nicht. Hä? Aber die da kann ich jetzt auch irgendwie wieder einsammeln. Scheiße. Nö. Mist. Die konnte man irgendwie wieder einsammeln. Boah. Und was sind das hier für Dinger? Das sind doch auch irgendwelche Granaten. Das sind doch hier die hier, oder? Die haben doch auch so eine Punkte hier. Hallo? Das ist ja voll doof. Dass ich die ja jetzt nicht einsammeln kann. Warum nicht? Wenn ich drauf rummache. Ja, nicht, dass mir die Feinde die einsammeln. Ich weiß aber, dass man die irgendwie wieder einsammeln konnte. Und jetzt fragt mich mal, wie. Hab ich nämlich keine Ahnung. Keine Kenntnis. So. In diesem Bereich gibt es automatische Abwehrmaßnahmen. Och nö. Unbefugte werden ohne Warnung erschossen. Oh. Och nö. Ach, da oben. Oh. Das blöde Ding. Das hat schon wieder auf mich geschossen. Oh, aua. Hallo? Geht's auch ein bisschen freundlicher? Oh, scheiße, ich sehe das Ding gar nicht. Oh, hier, guck mal, macht den ganzen... Macht alles kaputt? Natürlich, wenn man daneben schießt, ist natürlich super. Abwehrschutzmaßnahmen hier. Aber zum Glück gibt es ganz viele First Aids. Ah, nee. Weil. Wäre ja doof, wenn nicht. Bei normal und schwierig gibt es davon bestimmt viel, viel weniger. Hä? Ha. Die Daten werden hochgeladen. Ja. Tja, das bestätigt, dass Perso als telepathisch begabte Kommandanten für die Arbeit mit Klonsoldaten ausbilden sollte. Aber offenbar war Paxton Vettel der einzige Commander in diesem Programm. Seltsam ist, dass sie ihn als zweiten Prototyp bezeichnen. Wer stellt hier eigentlich die Computer auf? Da es noch ein Tonband kriegt. Oder so. Ah, hier wird man alt bei dem Spiel. Oh. So, heute in Biologie haben wir. Bitte. Bitte schneidet den Apfel in hauchdünne Scheiben mit dem Skalpell neben euch. Und dann. Tut die dünnen Scheiben, oder eine, auf den Objektträger und schiebt den unter das Ding hier.
Ist viel zu lange her. Habe auch ein Mikroskop. Ein eigenes. Ah, hier sind schon wieder so viele Gänge. Ach, hier geht auch alles auf. Wozu ist denn dann bitte da hinten der Schalter da? Muss ich jetzt nochmal den Schalter betätigen und wehe, dann öffnet sich noch eine Tür. Oh. Nein, der Strom ging aus. Wunderbar. Jetzt geht die Tür hier bestimmt nicht mehr auf. Ich mich gerade erschreckt, Alter. Du blödes Ding. Das ist volle Muni-Verschwendung hier. Ich meine, Medikits liegen ja genug rum, aber Muni? Wenn es da aber weitergeht, so offiziell, was ist denn hier? Keine Muni, wie ich sehe. Gut. Ach nee, da wären wir von hinten wären wir gekommen. Gibt es trotzdem wieder 100.000 Wege hier runter und darunter und da geht's nicht lang. Ja, nie. Ach, hier gibt es bestimmt wieder irgendwelche. Oh, irgendwelche Reflexverbesserungen oder Gesundheitsverbesserungen oder so. Vermute ich mal, weil oben schien es ja weiter zu gehen. Oder auch nicht. Dann geht's hier vielleicht weiter. Gut, dann gehen wir erst nochmal zurück und gucken mal. Ach, und bei dem anderen Weg kommen wir dann bestimmt auch dahin. Nur wieder, wie gerade schon, irgendwie ja, vor oder hinter das Ding ist ja eigentlich re relativ egal, ob vor oder hinter. Aber irgendwie ist alles vorne und alles hinten. Kann man wieder so viel machen? Hallo? Ach, wir waren, glaube ich, gerade dort hinten. Boah. Einmal tief durchatmen. Und dann einfach raufstürmen auf den Feind und draufschießen. Anders kennen wir das ja nicht von mir. War ja schon am Anfang mit den Replikanten immer so. Immer rauf und einfach schießen. Boah. Na denn mal los.